Sometimes Faceless. Eine Fanfiction von Neger Theater Maui. Weshalb? Die nächsten Tage zogen vorbei. Alles war normal. Keine Anrufe vom Gesichtslosen. Es geschah nichts. Ich setzte mich an meinen Schreibtisch, startete meinen Computer, öffnete Teamspeak. Odado und ich hatten einen Aufnahmetermin für heute Mittag. Ich wartete im Teamspeak und öffnete mein Schneideprogramm. Ich hatte noch eine ungekattete Folge von gestern, die heute online kommen sollte. Ich probierte ein wenig mit der Stimmlage herum, da die momentane zu aufdringlich klang. Fand ich. Schließlich einigte ich mich auf eine etwas tiefere, die aber immer noch nach Auditune klang. Die Folge kattete ich und verzierte sie dann noch mit einigen Feinheiten. Vermutlich war es nur eine Ausrede, um einzusehen, dass man dadurch nicht kommen würde. Es war inzwischen 4:30. Ich hatte meine Lieblingsmusik aus den Lautsprechern donnern lassen, gezeichnet, sogar Hausaufgaben gemacht. Ich hatte mich auf die nächsten Arbeiten vorbereitet. Aber Maurice kam nicht. Und ich wartete und wartete. 8:00 gab ich es schließlich auf. Da konnte mich mal. Das Video war schon lange draußen. Ich hatte ein paar Runden Skyros, Bedros und Endergames aufgenommen, die sogar ganz inakzeptabel waren. Und Mordado war nicht gekommen. Er war immer gekommen. Er war immer für mich da gewesen. Und jetzt... Es lag nicht daran, dass wir so weit auseinander wohnten, nicht an unseren Freunden. Wir hatten uns weder ineinander verknallt, noch eine Nahtoderfahrung gehabt. Wir wurden erwachsen. Und obwohl wir dagegen ankämpften, wir konnten nichts tun. Wir waren hilflos. Die Zeit verging und wir wurden älter. Ich war nicht mal 6, meine Lieblingsfarbe war nicht mal pink, er nicht mal 13 und sein größtes Ziel eine Spielekonsole. Wir entfremdeten uns. Und das wollte ich nicht. Aber ich konnte nichts dagegen tun, außer zuzusehen und auf Wiedersehen zu sagen. Es tat weh, aber ich hatte schon lange verloren. Ich hatte in dem Moment verloren, als wir uns kennengelernt hatten. Nie hätte ich gedacht, dass mir dieser Junge so viel bedeuten könnte. Aber das tat er. Er war mir wichtiger als alles andere auf der Welt. Ich war ein Mensch, der grundsätzlich sich selbst über alle stellte. Mit einer Ausnahme. Mordado. Er war der Einzige, was mir jeden Tag die Kraft gab, aufzustehen, die Leute zu ertragen. Er war mir mehr Familie als meine wirkliche. Und ich wollte nicht auf immer Wiedersehen sagen. Und mit diesem Gedanken fiel ich nach hinten und schlief ein. Als ich aufwachte, schmerzte mein Gesicht. Ich hatte tatsächlich an meinem PC geschlafen. Mein Gesicht war nach vorne auf die Tastatur gefallen und die wunderschönen Tastenabdrücke zierten nur mein Gesicht. Mein Schädel brummte. Meine Laune war im Keller. Zuerst versetzte Mordado mich, dann schlaf ich auf einer Tastatur. Nein, heute war der falsche Tag, um zur Schule zu gehen. Allerdings musste ich. Wenn meine Eltern erfahren würden, dass ich geschwänzt habe, obwohl sie so viel Vertrauen in mich gesteckt hatten, würde es PC-Verbot geben. Also aufrappeln, anziehen, in die Schule. Im Bus lärmte laute Musik von Avril Lavigne aus meinen Kopfhörern. Es war warm und stickig, ich war noch nie ein Fan von Menschenaufläufen gewesen. Allerdings war ich zu faul zum Fahrradfahren und deshalb war der Bus mein einziger Weg zur Schule. Jemand tippte mir auf die Schulter. Entschuldigen Sie. Aber ich muss ins Krankenhaus, zu meiner Tochter. Sie ist in der Corona-Klinik. Könnten Sie mir bitte sagen, wo ich aussteigen muss? Es war eine kleine, runzelige Dame mit großem Blumenhut und in einem lila Sommermantel gehüllt. In ihrem Gesicht zeichneten sich Lachfalten ab. Ihre Augen blitzten schelmisch. Gerne, Sie müssen bei Unikliniken bergaussteigen. Das ist in 2 Stationen. Danke. Ich stöpselte mich wieder ein und das nächste Lied startete. In der Schule angekommen, setzte ich mich auf die Stufen, holte das Lateinbuch raus, steckte es wieder zurück und zog Physik raus. Interferenz und Wellen. Wer dachte sich so ein Scheiß aus? Ich las mir meine Aufschriebe durch. Robert Milken gelang es 1910, die Elementarladung E zu entdecken. Dann hörte der Sturm in meinem Kopf auf zu toben und irgendetwas über Formen füllte meinen Kopf. Als ich aus Physik rauskam, um Mittagessen zu gehen, kamen mir 3 Mädchen entgegen. Helena, Sophie und Anna. Gott, wie ich diese Tussen hasste. Oh, hat die kleine Streberin mal wieder eine 1 geschrieben? Sieht sie euch an. So billig. Sie lachten gehässig. Meintet ihr jetzt euch? Dann muss ich euch zustimmen.
Ihr seid echt billig. Anna verzog ihre Miene. Du meinst, du könntest uns was vormachen? Kleine Tusse. Sie warf ihr blondiertes Haar über ihre Schulter. Ihr Gesicht war so übergeschminkt, dass man kaum noch etwas Echtes sah. Nur ihre Augen waren immer noch schmutzig grün, im Gegensatz zu meinem Giftgrün. Ja, mein eines Auge war grün, das andere marineblau. Sophie schnappte sich mein Handy, das ich locker in der Hand hielt. Aus Gründen meiner eigenen Schusseligkeit und der Fähigkeit, alle Passwörter zu vergessen, hatte ich nie eines eingebaut. So hatte Sophie leichtes Spiel, als sie in meine Galerie ging. Eines der oberen Fotos war von mir und Maurice. Ich hatte es aus einem Fotoalbum abfotografiert. Oh, hat der kleine Freak einen Freund? Süß. Aber warte mal, du bist doch viel zu hässlich, um einen Freund zu haben. Stimmt's? Ich biss die Zähne zusammen, um mir nicht an die Google zu gehen. Sie scrollte durch meine Galerie und fand die Bilder, die ich für die Thumbnails brauchte. Ist da jemand Faceless-Fan? Die ist ja fast noch billiger als du. Und sehr viel dümmer. Gib mir mein Handy zurück. Guck mal, sie hat die Thumbnail-Bilder abgemalt. Wie süß. Hast du zu Hause auch einen Schrein für deine Angebeteten? Langsam taten meine Zähne weh. Letztendlich ist es doch eh nur ein billiger Abklatsch von GLP. Sie ahmt sogar seine Stimme nach. Am Ende denkt sie noch, sie wäre besser als er. Kleines Flittchen. Es tat weh, das zu hören. Klar, sie ärgerten mich. Hänselten, mobbten, wie auch immer man das nennen wollte. Aber sie waren die einzigen, die noch wirklich mit mir redeten. Abgesehen von der Lehrerin. So eine abgehobene, kleine Schlampe. Und du betest sie an. Ihr passt gut. Du bist schließlich genauso eine verlogene, mies... Jetzt reicht es mir. Ich hob meine linke Hand und scheuerte ihr eine. Einen Fuß stemmte ich ihr in den Magen und mit der linken kam ich an ihren Hals. Wenn du noch einmal so über mich redest, drücke ich fest dazu. An beiden Stellen. Ich schnappte mir mein Handy, nahm meine Hand von ihrem Hals, trat nochmal in ihre Seite und zerstarb. 10 Minuten später erklang der Durchruf. Fermé Bailey, kommen Sie in das Büro der Direktorin. Fermé Bailey, kommen Sie in das Büro der Direktorin. Ich stand mürrisch auf und ging zum Direktorat. Dort klopfte ich, hörte das herein und öffnete die Tür. Setzen Sie sich. Einige Mitschüler haben mir heute erzählt, dass Sie Sophie Meyer verprügelt hätten. Stimmt das? Ich zuckte mit den Schultern. Ich würde es nicht verprügelt nennen. Ich habe ihr eher gezeigt, wo der Hammer hängt. Oder ihr die tausendlosen Schrauben in ihrem Hirn angezogen. Die Direktorin schmunzelte leicht. Sie war genauso wenig ein Fan von den dreien wie ich. Also, stimmen Sie zu? Ja. Dann tut es mir sehr leid. Allerdings muss ich nun eine Suspendierung vom Unterricht für die nächste Woche aussprechen. Ich gebe Ihnen einen Zettel für Ihre Eltern mit. Sie müssen unterschreiben. Müssen Sie nicht. Sie sind nicht da. Und ich werde nicht da sein, wenn Sie wiederkommen. Ohne ein weiteres Wort verließ ich das Direktorat und machte mich auf den Heimweg. Au revoir. Zu Hause angekommen, schmiss ich Ladekabel, Laptop und Handy in eine große Sporttasche. Jeans und Pullis flogen hinterher. Die großen Bluetooth-Kopfhörer, die ich seit Jahren nicht mehr benutzt hatte, klemmte ich mir um den Hals. Den geflochtenen Zopf öffnete ich. Meine Haare fielen mir in sanften Wellen über die Schultern bis zum Bauchnabel. Kurzerhand griff ich mir eine Schere und schnitt sie ab. Ich wusste nicht, weshalb. Ich wusste nur das. Ich tat es aus keinem triftigen Grund. Vielleicht doch. Vielleicht wollte ich nicht mehr Famille, sondern voll und ganz faceless sein. Ich hatte zu lange in Famille ausgeharrt. Ich wollte etwas anderes sein. Vielleicht brachten mich Sophies Worte dazu. Vielleicht war es schon immer ein Wunsch, ganz tief in mir verborgen gewesen. Ich wusste nicht. Ich wusste vieles nicht. Aber ich wollte das behalten, was ich wusste. Ich wusste, dass Maurice mein bester Freund war. Aber er war immer noch die größte Stütze meines Lebens. Ich wollte zu ihm. Nicht mehr alleine sein. Meine Haare hingen nur noch knapp auf meinen Schultern. Ich bog meine Wimpern hoch, trug Wimperntusche auf, einen dunkelroten Lippenstift. Ich öffnete meinen Schrank, holte die weinroten Pumps heraus, von denen ich gedacht hatte, sie nie mehr zu brauchen, schmiss sie zu den anderen Sachen und schlüpfte in schwarze High-Waist-Jeans. Ich wechselte meinen Pulli von dem grünen Adidas zu dem schwarzen, mit der Aufschrift I'm not perfect, I'm myself. Ich griff mir die schwarzen Sneaker. Schwarz. Alles war schwarz. So sah meine Welt aus. Nur meine zweifarbigen Seelenspiegel sagten etwas anderes. Dann schmiss ich noch Socken, Unterwäsche und meine Bluetooth-Lautsprecher hinein.
Ich schloss die Tasche, holte mein Portemonnaie wieder raus und zählte das Geld. 30 Euro in bar. Meine Kreditkarte, die Bankkarte und Personal sowie Schülerausweis. Meine Bahncard und das Foto von mir und Maurice. Ich schloss die Taschen wieder und schloss die Türen. Die Tür zu meinem Zimmer. Die Tür zu meinem Zuhause. Ich schloss ab und machte mich auf den Weg zum Bahnhof. Ich hatte Glück. Ein Zug Richtung Pforzheim würde in 10 Minuten kommen. Ich holte mir ein Ticket und wartete am Gleis. Gott, ich hasste diese Stadt. Es war voll. Es war stickig. Und alle möglichen Menschen liefen von hier nach da, nur um pünktlich zu sein. Ich hatte alle Zeit der Welt. Ich hasste Erlangen. Es lag irgendwo um nirgendwo. 100.000 Einwohner. Überall solche Städte im Umkreis. Es war langweilig. Und es gab nichts. Es war eine Stadt im Gegensatz von Städten. Kein Wunder, dass Maurice weggezogen war. Ich stieg in den Zug ein, suchte mir einen Platz und schwelgte in Erinnerung. Irgendwann schlief ich ein. Meine Vergangenheit. Nächste Haltestelle, Pforzheim. Sie werden ihre Anschlüsse erreichen. Ich brauchte keinen Anschlusszug. Aber was brauchte ich? Ich brauchte meine Eltern nicht. Sie waren ja sowieso kaum da. Und ich verdiente genug für mich. Zu viel. Ich wusste nicht, was ich damit tun sollte. Meistens kaufte ich mir eine neue Konsole oder die neuesten Games. Und es häufte sich. Und ich konnte nichts damit anfangen. Jedes andere Mädchen in meinem Alltag klagte über Geldsorgen. Ich hatte zu viel. Meine Tasche hing lose über meiner Schulter. Ich tippelte mit den Füßen. Konnte der blöde Zug nicht einfach anhalten? Die Musik dröhnte wieder auf meinen Ohren. Die Lichter der Stadt rauschten vorbei. Es ging auf Mitternacht zu. Aber da, wo ich hin wollte, war die Uhrzeit nur eine unbedeutende Komponente. Zeit vergeht. Das Leben zieht vorbei. Aber manche Dinge ändern sich nie. Tatsachen wie, meine Mutter ist meine Mutter. Mein Vater ist mein Vater. Mein Name ist Famé. So etwas eben. Daran konnte ich nichts ändern. Aber an Dingen, die eben nicht feststellbar waren, daran konnte ich etwas ändern. Es war mein Leben. Meine Entscheidung. Das war es schon immer. Aber ich hatte es nicht registriert. Hatte mich von Einflüssen und Vorurteilen leiten lassen. Aber ich war nicht meine Vergangenheit. Ich stieg aus und ging Richtung Ausgang. Nacht. Sie hatte etwas Geheimnisvolles. Die Sterne zwinkerten mir zu und der Mond lachte mich an. Es lag eine angenehme Kühle in der Luft. Die Straßen waren leer. Es war wunderschön. Ich schlenderte zwischen den Häusern umher, sah ab und zu auf mein Handy, das mir den Weg zeigte, hielt nach Sternbildern Ausschau. Was GLP wohl gerade tat? Vermutlich schlief er. Oder er textete jemanden zu. So wie mich, neulich. Dieser Gedanke löste einen Stich in meinem Herzen aus. Dass ich nicht der Einzige war. Auserkoren, sich mit ihm zu unterhalten. Mein Gott, klang das schnulzig. Ich war doch nicht in ihn verliebt. Ich schüttelte den Gedanken ab. Wenn ich Google Maps vertrauen konnte, musste ich jetzt noch einmal nach rechts. Dann weiter geradeaus und sollte dann vor einem Hochhaus stehen. Ich bog in die nächste Straße ab. Die Laternen beleuchteten das Straßenschild. Berliner Ring. Die Straße war kreisrund und ähnelte eher schon einem Platz, nur war sie auf beiden Seiten von Hochhäusern gesäumt. Wenn ich auf dem Dach des Höchsten stehe, kann ich bestimmt die Sterne berühren. Ich könnte mit ihnen reden. Sie würden mich verstehen. Sie wären Freunde. Aber das konnte ich nicht. Ich konnte nicht auf ein Hochhaus klettern, nicht mit den Sternen reden, obwohl sie mich willkommen heißen würden. Denn das Universum dehnte sich aus und schuf Platz für mich, dich, uns alle. Irgendwann würde ich ein Stern sein. Ich würde dort oben sein. Am Himmel kleben und hätte... Ja, was hätte ich? Ich wäre ein Millionen Lichtjahre entfernter Stern. Was hätte das für Vorzüge? Ich lief in jemanden hinein. Oh, sorry, ich war in Gedanken. Tut mir wirklich leid. Der Mann, der mir gegenüber stand, war sicherlich 10 Zentimeter größer. Trug diesen typischen hochgegelten Haarschnitt an den Seiten abrasiert. Er hatte einen leichten Bart unter seinem Kinn, teddybärenbraune Augen. Ich nickte nur und ging weiter. 2 Häuser weiter kam gerade eine junge Frau mit wehenden Haaren rausgerannt, dem Mann hinterher. Gott, warum waren hier noch so viele wach? Ich ging durch die leicht offenstehende Tür ins Innere des Mehrfamilienhauses, trat von Stufe zu Stufe, immer langsamer werdend. Im 4. Stock blieb ich schließlich vor einer Tür stehen. Ich tippelte nervös mit den Füßen. Wenn ich jetzt klingeln würde, gäbe es kein Zurück. Ich könnte nichts mehr an meiner Entscheidung ändern und alles würde wieder so sein, wie es war. Dann würde ich zurück nach Hause, wäre weiterhin Famé. Ich würde weiterhin YouTube als Job und Hobby betreiben. Nichts würde sich ändern. Ich trat einen Schritt auf die Tür zu. Weder zurück, vor, zurück.
Ich faltete meine Hände, schloss meine Augen, trat einen Schritt zurück. Ich will doch nur, dass alles wieder normal ist. Eine erste Träne rollte mir über die Wange. Eine weitere folgte. Immer weiter tropften die Tränen und die Abstände wurden immer kleiner. Ich erbarge schon lange nicht mehr. Fermé hatte aufgegeben. Fermé war nur noch ein Schatten, der mir ständig folgte und Gedanken einflüsterte. Sie kümmern sich nicht um dich. Du bist nichts wert. Du bist ihnen egal. Wenn man nichts mehr zu verlieren hatte, sprach man die Wahrheit. Und ich glaubte dieser Stimme. Sie hatte nichts zu verlieren. Sie war eine Stimme in meinem Kopf. Sie hatte mich schon so weit gebracht. Die Narben auf meinen Armen erzählten davon. Als Faceless in Fermés Leben trat, merkte sie, dass sie nicht mehr die größte Macht war, die mich steuerte. Faceless begann mich zu steuern, brachte mich wieder zurück auf die Spur, die ich vor so langer Zeit verlassen hatte. Sie half mir, mich zurück auf mich selbst zu besinnen und erschuf eine Welt tief in mir, die mich vor den Blicken und Worten der anderen schützte. Sie machte mich stärker. Doch manchmal wünschte ich mir, sie wäre nie in mein Leben getreten. Hätte sie mich weiterhin schwach und verletzlich dastehen lassen. Damals war alles noch so einfach. Ich wusste nicht mehr, ob ich noch Fermé, Faceless, ich selbst war. Ich war nicht Fermé, ich war nicht Faceless. Ich hatte keinen Namen. Ich war ein Körper. Ich war ein Geist. Ich war ein Schatten. Aber eines war ich nicht. Ein Angsthase. Ich hatte immer alles gerade rausgesagt, wollte nichts verschönern. Ich hatte klar und deutlich meine Meinung geäußert, ohne Wert auf die Meinung der anderen zu legen. Es hatte immer einen gegeben, der mich unterstützt hatte, egal ob er wusste, dass es ihm nichts bringen würde. Er hatte meinen Mut immer geschätzt, das glaubte ich jedenfalls. Er traute sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Er wollte keinen verletzen. Aber er hatte mich unterstützt. Oder hatte er das nur getan, um mich nicht zu verletzen? Er hätte so etwas nie getan. Nein, er war mein Freund. Und jetzt stand ich vor seiner Wohnungstür und heulte. Gott, was war ich für ein erbärmliches Wesen. Lachen von dran. Er hatte vermutlich Besuch. Wäre das nicht die beste Ausrede, um abzuhauen? Ich wäre nicht feige. Ich wäre höflich. Aber dann wäre ich nicht bis hier gekommen, wenn ich höflich wäre. Das war ich nicht. Aber ich war schon so lange nicht mal ich, dass nicht mal klar war, wer oder was ich nun war und tun sollte. Vielleicht hatten die Leute recht. Vielleicht war ich all das, was die Ärzte gesagt hatten. Psychosomatisch, depressiv, aggressiv. Das waren ihre Diagnosen nach meinem versuchten Selbstmord. Wie das klang. Ja, ich hatte in einer schwierigen Phase versucht, mich umzubringen. Puls ändern durch, fertig. Hatte ich mir so gedacht. War nicht so. Zuerst zitterte ich so sehr, dass ich die Pulsader verfehlte und stattdessen eine Sehne durchtrennte. Dann kommen meine Eltern früh nach Hause und sehen ihr Bluttropfen auf dem Boden. Bring mich zum nächsten Doktor. Damals hatte ich nur in die Gegend gestarrt. Ich wollte tot sein. Als der Doktor diese drei Worte aussprach, Depression, Aggression, psychosomatisch, erwachte Faceless und änderte mein gesamtes Leben. Ich erwachte aus meiner Starre und richtete mich auf. Meine Fingernägel hatten sich in meine Haut gebohrt. Vorsichtig ging ich auf die Tür zu, als würde sie mich beißen, wenn ich zu schnell wäre. Würde er mich willkommen heißen? Würde er mich in seine Arme schließen und froh sein, mich zu sehen? Würde er mich erkennen? Vielleicht. Aber ich würde es nicht herausfinden, wenn ich nicht klingelte. Ich musste den ersten Schritt machen. Vor nichts kam nichts. Mein Finger erreichte die Klingel und drückte sanft drauf. Ein Brummen ertönte. Ich hörte es rumpeln. Einige Stimmen redeten durcheinander. Leichte, federnde Schritte waren zu hören. Das Türschloss wurde aufgesperrt und die Tür öffnete sich. Mein bisher auf dem Boden gewandter Blick hob sich und sah die Augen, die mir Sicherheit, Freiheit und Geborgenheit versprachen. Fermé. Maurice. Er öffnete seine Arme und ich fiel in seine Umarmung. Ich war angekommen. Zu Hause. So, also ich würde sagen, das ist das Ende vom Lesenpart. Ich habe jetzt 44 Minuten, auf jeden Fall ist es, glaube ich, zwischen 40 und 45, auf 19 Minuten und 13 Sekunden runtergeschnitten. Das hat lange gedauert. Und jetzt haben wir es 20.23 Uhr. Yay. Aber gut. Danke einmal an Joanne, dass sie auf meine Bitte hin noch was gezeichnet hatte für dieses Buch, was ich halt vorhin bereits verwendet habe. Und ja, sie hat halt zwei Bilder gezeichnet und sie hatte schon mal was für Way of Life gezeichnet. Und genauso wie dort ist sie auch hier verlinkt. Yay!
Ja. Shabanigo Tiatomaui. Spreche ich das auch richtig aus? Schaut bei ihr auch vorbei und ja. Lasst bitte Kritik dazu ab, wie ich vorlese. Denn, also gerade da würde ich mich mehr über Kritik freuen, weil ich daran halt was verändern kann. An der Technik oder sowas kann ich nichts verändern. Also an der Qualität her, es sei denn, ich habe ein anderes Mikrofon oder sowas. Oder ein anderes Schnittprogramm und das Mikrofon mal richtig eingestellt und verstellst nicht immer wegen Discord. Ja, lange Geschichte. Aber gut. Ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Und tschüss. Und wie, also jetzt ist es halt mit Musik. Ist das so besser für euch oder wie ist das?